Wir sehen hier ja auch einen Esel bei den Bremer Stadtmusikanten. Ist der mit dem nietzscheanischen Esel vergleichbar, der Esel aus dem Märchen? Der Esel ist IA, der große Bejahung, er stemmt mit voller Kraft das gesamte Gewicht. Er ist die Verkörperung des Dionysischen, des Bebianengeistes. Er ist unser Symboltier. Hat Nietzsche auch was zu, zum Beispiel zum Hahn erzählt? Ja, stimmt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass alle politischen Tiere in den Werken von Nietzsche vorkommen. Also mir ist keine Stelle, wer wusste oder irgendwas zu den Bremer Stadtmusikanten schreibt, oder dass Nietzsche überhaupt jemals in Bremen gewesen ist. Aber ja, der Hahn, der Hahn ist der Hahn der Aufklärung bei Nietzsche. Also genau, also es gibt so eine Stelle, wo vom Krähen des Hahns die Rede ist, und genau das ist halt das Symbol, das Aufbruch, die Aufklärung. Aber also der Hahn, der ist dann natürlich auch das Symbol der französischen Revolution. Klar, also der Lancia Hahn und der Hund, ja genau, es gibt den Höllenhund. Genau, im Allspart Zarathustra. Genau, und die Katze wird oft mit der Frau assoziiert. Genau, sie soll die Gefährlichkeit des Weibes zum Ausdruck bringen, aber aus dem Grund braucht man ja auch die Praktik. Mir ist da gerade was auf den Boden gefallen. Ja. Kannst du mich auch mal erkannt machen? Nee, das gehört alles mit zum Video. Genau, die Peitsche. Genau, die haben wir auch nicht vergessen heute. Wie ich schon mehrmals gesagt. Wollen wir mal den Esel verpeitschen? Oder die Katze? Nee, das wäre jetzt nicht, das wäre sehr niveaulos, oder? Ja, okay. Dann mache ich mal den Cut.